Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Niederrhein-Pokalspiel Rot-Weiß Essen gegen den KFC Uerdingen. Rot-Weiß Essen hat 2:1 gewonnen durch Tore von Kefkir und Endres. Für den Gast hat Ibrahimay getroffen. Dabei im Stadion waren 10.935 Zuschauer. Ich begrüße sehr herzlich hier am Tisch die beiden Trainer, nämlich unseren Gast Heiko Vogel und Christian Titz. Und unseren Gast bitte ich zuerst, einen Kommentar zu sprechen. Bitte Heiko Vogel. Ja, bevor ich kommentiere, erstmal Gratulation, Christian, fürs Erreichen der nächsten Runde. Und das vorweg völlig verdient. Ja. Das war wirklich aller Ehren wert, was ihr gespielt habt. Ja. Und das hat sich aber, ich habe euch ja beobachten lassen und studiert und Kompliment, großes Kompliment, wirklich großes Kompliment. Also und ich glaube, ihr habt gute Chancen auch den Pott zu holen und dann wünsche ich euch viel Erfolg im DFB-Pokal, aber das ist noch weit hin, aber nochmal, das war einfach gut. Kulisse, muss ich auch sagen, das ist Fußball und was wenig Fußball war, war das von meiner Mannschaft. Ja. Und dennoch glaube ich, obwohl es zu wenig war, waren Chancen da, um auch Tore zu machen. Und da war einfach die Präzision bei Essen ein bisschen größer. Und für uns hat es dann schlussendlich nicht mehr gereicht. Natürlich war das 0-2 nochmal so ein kleiner Nackenschlag durch einen schweren Fehler, der eiskalt ausgenutzt worden sind. Aber das spricht schlussendlich für die Qualität von Essen und für die Fahrlässigkeit bei uns. Ja, vielen Dank, Herr Vogel. Und dann leite ich gleich weiter zu Christian Titz. Ja, zunächst mal Dankeschön für die Worte und auch für den weiteren Saisonverlauf. Alles Gute. Aber vom Spiel, ich habe es nicht ganz so klar gesehen, muss ich sagen. Ich fand, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Ich fand, dass wir bis zum 1-0 auch eine gute Spielkontrolle hatten. Aber dann hat man nochmal gesehen, was für eine Qualität KFC Uerdingen hatten. Da hatten sie uns hinten reingedrängt, auch wenn wir dann ein Stück weg uns mal fallen lassen. Aber das war nicht nur unsere Schuld, sondern auch sehr stark dem Gegner, wie sie uns bespielt haben. Und wir mussten da schon die letzte Minute erst halbzeit so ein Stück weg überstehen, dass wir uns kein Tor fangen. Als wir dann aus der Halbzeit rauskamen, dann fand ich, war wieder präsent im Spiel drin, da hat man wieder gute Aktionen gehabt, machen dann auch irgendwann das 2-0 für uns und mussten aber immer wirklich vorsichtig sein, dass wir uns kein Gegentor einfangen, weil einfach KFC Uerdingen in seiner Qualität im Umschaltspiel und auch in den tiefen Pässen mit den schnellen Spielern wirklich gefährlich waren. Und unser Tor hat auch 2-3 Mal gut gehalten. Was allerdings auch drin war, wir hätten dann, als wir es 2-0 gemacht hatten, hatten wir selbst auch die Möglichkeit, einen Deckel drauf zu machen mit den Konterchancen. Aber alles in allem bin ich froh, dass wir heute als Sieger vom Platz gegangen sind und kann auch meine Mannschaft heute ein Kompliment abgeben, die wirklich über die gesamte Spieldauer hier alles gegeben hat und dann auch das Spiel für sich entschieden. Dankeschön. Ja, danke, Christian. Jetzt haben Sie wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen. Erlauben Sie mir auch heute, Ihre Fragen kurz zu wiederholen, damit auch in den anderen Räumlichkeiten hier im Stadion verstanden wird, um was es geht. Bitte schön. Ja, Herr Vogel, Tom Buhr heute, wie angekündigt, sein Debüt direkt gefeiert, obwohl er erst wenige Tage dabei ist. Wie haben Sie das so erlebt? Wie hat das Spiel von Ihnen? Also die Frage an Herrn Vogel, wie er jetzt den Einstieg von Tom Böhre erlebt hat. Ja, wir wissen ja, was Tom kann, ja, und ich glaube, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Und ich glaube, dass er auch das Tor geschossen hat, oder? Also so habe ich es gesehen, ne? Aber gut, kann auch sein, das war so, ne? Gut, dann spricht er auch für ihn. Ja, ist ein sehr spielintelligenter Spieler, ja, ist auch mit dem Rücken zum Tor gut, gibt immer eine Spielfortsetzung und ist eben im Strafraum gut. Ja? Also insofern, Tom hat seinen Job gemacht. Leider ein Tor zu wenig. Haben Sie weitere Fragen? Bitte. Sitzt aber in den ersten Minuten reicht die Bundesliga auf dem Platz von Anfang an beim KFC, aber man hat Ihrer Mannschaft da keine Nervosität angemerkt. Wurde auch darauf hingearbeitet vor dem Spiel? Hat man da gesagt, keine Angst vor großen Namen oder? Nein, da sind wir jetzt im Speziellen. Wir sind auf die einzelnen Spieler vom KFC Uerdingen eingegangen, wo wir wussten, wir haben ja auch heute ein bisschen das eine oder andere anders gemacht, haben Florian Bischler reingeholt, weil wir auf der Außenseite mit dem schnellen Spieler agieren wollten. Wussten, dass wir da wirklich vorsichtig sein müssen, auch mit Daniel Heber, den wir ins Zentrum reingeholt haben, um auch wirklich die Geschwindigkeit drin zu haben, wenn wir nach hinten überspielt werden, auch mit Daniel, wenn er hochverteidigt. Insgesamt war schon unsere Idee, dass wir das Spiel zu Beginn versuchen wollten, ein Stück weit Kontrolle reinzubringen, Ballstaffetten, dass wir uns Chancen erspielen können.
Aber wir wussten ganz einfach auch, und das, da musst du dich auch ein bisschen drauf einstellen, das ist auch der Grund, warum wir Marco Kehl-Gommers eins vorgezogen haben. Wir wussten um die Spielstärke des Gegners und dann ist auch klar, dass wir da versuchen, mit unseren zweikampfstarken Spielern die Räume zuzumachen. Und ich finde, das hat phasenweise wirklich sehr gut ausgesehen. Und was halt bei uns dann auch in die Karten reinspielt, wenn wir in Führung gehen, Gegner muss dann kommen, wir haben wirklich schnelle Spiele mit einem guten Umschaltspiel, wo wir dann auch wirklich Chancen generieren können. Hat es ein bisschen leid getan, ihn zu spät bringen zu können, müssen? Hat er nicht ein bisschen mehr Vermieden gehabt? Eigentlich tut es mir, weil wir einige gute Jungs draußen sitzen, dann tut mir das leid. Und ich weiß auch gerade bei so einem Spiel wie heute, wo jeder gerne spielen möchte. Aber man muss einfach sagen, Gianlucas Doro hat für das Spiel sehr gut gepasst, in der Art, wie er sich in den Zwischenräumen bewegt, wie er sich den beiden Innenverteidigern entzieht, wenn er sich dann aufdreht mit seiner Technik, wie er unsere schnellen Spieler, die nachschieben, einsetzen kann. Dann hat es einfach für dieses Spiel sehr gut gepasst. Aber Enzo hat schon in Oberhaus seine Sache gut gemacht, hat gut trainiert und wir sind einfach froh, dass wir so Möglichkeiten haben, nachzulegen. Noch eine weitere Frage? Ja, noch? Ist es jetzt schwer, nach so einem Pokal-Highlight die Mannschaft wieder auf den SV Lippstadt nächste Woche einzustellen? Also die Frage, ob es schwierig ist, die Mannschaft jetzt nach dem Erfolg auf Lippstadt einzustellen? Nein, das glaube ich nicht. Aber aus dem Grund, weil ich finde, dass wir eine sehr fokussierte Mannschaft haben, die schon weiß, dass heute ein außergewöhnliches Spiel war gegen einen richtig starken Gegner und das Pokal war, aber dass wir wissen, dass unser täglich Brot, dass das der Ligabetrieb ist. Und uns ist schon bewusst, auch was für ein Gegner wir da treffen. Da werden wir uns auch wieder hochkonzentriert vorbereiten. Aber ich finde trotzdem auch, die Jungs haben sich jetzt mal zwei Tage verdient, sich zu freuen, das auch mal zu genießen, weil wir jetzt schon seit einigen Monaten wirklich erfolgreich mit den Jungs arbeiten, die, wie sie auch heute gesehen haben, die wirklich sehr konzentriert und fokussiert reingehen. Das ist etwas, was die Mannschaft wirklich momentan auszeichnet. Welche Bedeutung hatte dann jetzt Dennis Grote heute und auch in Bezug auf das Spiel nächste Woche? Die Frage nach Dennis Grote, welche Bedeutung er heute hatte und auch in Bezug zum nächsten Spiel. Dennis hat grundsätzlich für uns eine wichtige Bedeutung, weil er auf der Sechserposition spielt. Bei uns ja, wie wir das Spiel gerne öffnen wollen, so eine Art Quarterback, der auch immer wieder die Anweisung im Spiel gibt, wenn du mal das Gefühl hast, als Spieler kannst du das Training nicht immer einwirken. Und dann weißt du, oh, eben ist mal sinnvoll, jetzt fallen wir mal ein bisschen, jetzt müssen wir die Jungs zurückholen, jetzt lassen wir mal den Ball laufen, jetzt was umzuschalten, das macht er schon gut. Deswegen ist er schon für uns ein wichtiger Spieler, der gerade da in den Phasen immer wieder mal versucht, das Spiel zu lenken. Haben Sie schon mal das 2-0 bekommen in dem Moment? Haben Sie da schon mitgegeben? Ja, aber eine Mannschaft, die sich vielleicht aufbäumt, dann sagt man vor. Ja, ich glaube, wir haben uns auch aufgebäumt, oder? Aber ist doch im ersten Moment ist doch klar, dass man sich nicht freut, oder? Und das jetzt also, natürlich hatte Dennis Grote, wie die anderen 10 auch, ich will gar keine herausnehmen, ne? Sehr gut gespielt. Ja, aber ist doch logisch. Nach dem Körpersprache. Ist doch auch logisch, dass erstmal der Kopf runtergeht, oder? Und danach haben wir doch alles versucht. Ja? Und ich meine, Tobi Rühle hat noch große Chancen gehabt. Ja? Und es hat halt nicht sollen sein. Aber es ist doch logisch, dass man da vielleicht einen kurzen Moment braucht. Ist nur allzu menschlich. Ja? Und wir, so wie es bei Essen ist, da gehen halt auch Dinge vom Ötzi, super Schuss. Das ist der dritte Sonntagsschuss hintereinander, den wir jetzt bekommen. Aber da ist halt so. Ja? Ich sage, ich habe mich ja nie drüber beschwert. Wir tun zu wenig, um einen Lauf zu erzeugen, das Momentum zu erzeugen. Das hat Essen. Wir müssen uns das hart erarbeiten. Deswegen ist es für mich allzu menschlich. Hut ab für Dennis Grote, aber bitte lassen Sie einen Jan Kirch auf den Ruf. Okay? Trotzdem noch eine kurze Nachfrage. Da sind ja nun einige Fans heute gekommen. Finden Sie das okay, dass nur Teil... Verlieren finde ich grundsätzlich nicht okay. Egal wie viele Fans, mir tut es leid. Ja, dass das nur ein Teil der Mannschaft hinterher zu den Fans geht. Ich glaube, dass einige Spieler... deprimiert waren. Ist das okay? Ist das auch menschlich? Ist auch menschlich, aber... Da verlange ich so viel Professionalität, wenn so viele Anhänger da sind, dann sollte man sich gebührend von denen verabschieden. Die haben nämlich definitiv dazu beigetragen, dass wir das Spiel hätten für uns entscheiden können. Okay? Ja, weitere Fragen gibt es nicht. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen gute Heimfahrt. Bis zum nächsten Mal hier im Stadion. Tschüss.